Welten des Bewusstseins. Einführung in die multidimensionale Weltsicht der schamanischen Spiritualität von Ralf Metzner. Seit alters her haben die Menschen psychospirituelle Wachstums- und Heilmethoden angewendet, hingebungsvoll und mit Intention. Es gibt drei große Traditionen der Transformation auf der Welt. Die älteste unter ihnen ist definitiv der Schamanismus, der bis in die Steinzeit zurückreicht und sich in einigen indigenen Kulturen auf der ganzen Welt sogar bis heute erhalten hat. Ebenso kann man Yoga und Alchemie als östliche und westliche Erweiterungen oder Entwicklungen des Schamanismus betrachten, die auf neusteinzeitliche Vorkulturen und bronzezeitliche Stadtstaaten zurückgehen. Innerhalb dieser drei Traditionen konzentrieren sich einige Zweige stärker auf die physische Heilung, andere auf das Lösen von psychologischen Problemen und die Lebensberatung, wieder andere suchen nach spirituellem Wissen, Erleuchtung und Befreiung. Viele unserer modernen Systeme der Psychotherapie, der Komplementärmedizin sowie der spirituellen Praxis sind aus bestimmten Zweigen dieser Traditionen hervorgegangen. Divinations- und Meditationspraktiken gibt es in allen drei Traditionen. Unter Divination wird im Allgemeinen ein Prozess verstanden, durch den man intuitive Einsichten erlangt. Wortwörtlich bedeutet der Begriff Erlangen von Wissen aus der göttlichen Welt, die man auch als innere Welt, Geisterwelt, außergewöhnliche Realität oder höhere Welten bezeichnet. Im Wesentlichen besteht Divination aus einer strukturierten Erforschung von Fragen zur Vergangenheit, um Probleme zu heilen und zu lösen, oder zur Zukunft, um Visionen und Führung zu erhalten. In der Medizin korrespondieren diese beiden Divinationsarten mit der Diagnose, der Suche nach dem kausalen Ursprung einer Krankheit oder Verletzung und der Prognose, der Aussage über ihre mögliche zukünftige Auswirkung. Zur Heilung und Divination in indigenen Kulturen gehört das Eintreten in einen veränderten Bewusstseinszustand, der als schamanische Reise benannt ist. Wie eine gewöhnliche Reise hat auch diese einen Anfang, gefolgt von einer gewissen Zeitspanne, in der man verschiedene Erfahrungen macht und schließlich ein Ende, die Rückkehr ins Alltagsleben oder ins Alltagsbewusstsein. Der Schamane oder die Schamanin begibt sich mit einer bestimmten Intention auf eine schamanische Reise. Das kann Heilung, diagnostische Divination oder die Verbindung mit den Geistern der Ahnen sein. Er oder sie reist für einen Einzelnen, eine Familie oder eine Gemeinschaft. Die beiden Hauptunterschiede zwischen der schamanistisch-indigenen und der modernen Weltanschauung und des wissenschaftlichen Materialismus sind: erstens die Vorstellung, dass es vielfältige Welten oder vielfältige Realitäts- und Bewusstseinsebenen gibt, und zweitens das Anerkennen der Existenz von Geistern, die als eigenständige Wesen die zahlreichen Welten bewohnen. In der Weltanschauung des Schamanismus, der Alchemie und des Yoga sind alle Formen der Natur durchdrungen von psychischer und spiritueller Energie und von Bewusstsein. Die organischen, also Pflanzen, Tiere und Pilze, und die anorganischen, also Steine, Flüsse, Berge, Winde, die irdischen, dieser Planet Erde, und die kosmischen, also andere Planeten, Sterne, Galaxien, Universum. Das heißt, dass die Menschen mit den Geistwesen, die diese zahlreichen Welten und Dimensionen bewohnen, kommunizieren können und dies auch tun. Ich stimme mit den Gelehrten und Wissenschaftlern überein, die erklären, dass wir das abendländische Wissenschaftsparadigma so überarbeiten und erweitern müssen, dass es die Realität der geistigen Wesen anerkennt und einschließt. Nicht als bloße symbolische Konstrukte des menschlichen Verstandes, sondern als lebende, intelligente, unabhängige Wesen, mit denen wir kommunizieren können und mit denen wir in den vielfältigen Welten der Realität koexistieren und interagieren. Zu den schamanischen Heilpraktiken gehört die bewusste Verbindung mit den nährenden, medizinischen oder visionären Pflanzen- und Pilzgeistern. Diese Sichtweise wird auch von der Homöopathie sowie der traditionellen Kräutermedizin vieler Kulturen vertreten. Wenn ein Schamane während einer schamanischen Reise in andere Welten unterwegs ist, kann er den Geist einer Tierart aufrufen, zum Beispiel Bär oder Adler, mit dem er bereits vorher eine Verbindung oder eine Zusammenarbeit aufgebaut hat. Schamanen können auch mit Geistern von Kristallen und anderen materiellen Substanzen der Erde arbeiten, ebenso wie mit den elementaren Geistern der Luft, also der Winde, des Wassers, also der Flüsse und des Regens, und des Feuers. Traditionelle Kulturen betrachten die Erde selbst als ein Ganzes, das von einem intelligenten Wesen, einer Göttin, beseelt ist, die zum Beispiel im alten Griechenland Gaia hieß und von den nordamerikanischen Indianerstämmen Mutter Erde genannt wird.
Die Gaia-Theorie von James Lovelock und Lynn Margulis stellt eine Perspektive der modernen Wissenschaft dar, die in vielerlei Hinsicht den alten volkstümlichen Vorstellungen entspricht, da sie die Erde als vernetztes Lebenssystem betrachtet, das sich selbst erhält und sich selbst organisiert. Und wie wir wissen, wurden in antiken Kulturen nicht nur die Erde, sondern auch Sonne, Mond und andere Planeten als Verkörperungen kosmischer Gottheiten angesehen. So tragen die Planeten heute noch die Namen der Götter, die ihnen von den antiken Griechen und Römern verliehen wurden. Die Alchemie, die sich eigenständig in Europa, im Nahen Osten, in Indien und in China entwickelt hat, verfolgt wie der Schamanismus das Ziel der Bewusstseinstransformation, der Suche nach Heilung und Wissen sowie des tiefgreifenden Respekts vor der Natur. Tatsächlich könnte man die Alchemie als Entwicklung eines bestimmten Zweigs des Schamanismus betrachten. Den Bergarbeiter, Schmiede, Metallhandwerker, Werkzeugmacher und ähnliche Berufe praktizierten. Die Alchemisten und Schamanen besaßen besondere Kenntnisse über pflanzliche und mineralische Substanzen, Kristalle und Metalle sowie geheimes Wissen über die spirituellen Dimensionen, das nur Eingeweihten bekannt war. Sie verhandelten mit den normalerweise unzugänglichen Naturgeistern und Ahnen um Problemlösungen, Heilung und Führung für die ihnen anvertrauten Gemeinschaften zu erbitten. In der germanisch-nordischen Mythologie nannte man die Geister der Steine, Metalle und des Feuers Schwarzalben oder Zwerge. Diese Zwerge waren den Menschen weder gut noch böse gesinnt. Es hieß, sie hätten ihre eigenen Pläne und seien in Bezug auf das Wohl oder das Überleben der Menschen neutral. Doch man konnte mit ihnen kommunizieren und von ihnen lernen, wenn man wusste, wie man sie anrufen konnte. Also ihre Zugangscodes in der modernen Terminologie. In dieser alten mythischen Vorstellung lässt sich das Verständnis des Prinzips erkennen, dass das Wissen über die Kräfte der Natur moralisch neutral ist. Es kann zum Guten und im Dienste des Lebens eingesetzt werden, doch wenn es angewandt wird, um das eigene persönliche Ansehen zu erhöhen, andere zu beherrschen oder sich auf ihre Kosten zu bereichern, dann wird es zur Hexerei, zur dunklen Seite. Die schamanisch-alchemistischen und yogisch-meditativen Transformationssysteme agieren aus einer ganzheitlichen Weltanschauung heraus, in der die bewusste Verbindung mit den höheren spirituellen Dimensionen genauso wichtig ist wie die Kenntnisse der niedrigeren materiellen und dichteren Ebenen. Ein schamanisches Ritual, wie zum Beispiel die indianische Schwitzhütte, ist gleichzeitig ein Heilungsprozess, eine psychologische Therapie und eine Art Andacht mit Gebeten. Der buddhistische Meditierende konzentriert sich vielleicht auf die Welten der brutalen Dämonen und höllischen Schmerzen sowie auf die Reiche der friedlichen Geister und der normalen Tiere und Menschen. Das Interesse der Alchemisten an Heilung zeigt sich in ihrer Suche nach pflanzlichen und mineralischen Heilmitteln und deren Zubereitung. Ihre tiefe spirituelle Hingabe zeichnet sich daran ab, dass sie versuchen, den Lapis herzustellen, den Stein der Weisen, eine symbolische Referenz an die integrierende Erleuchtung. Der Vergleich von Schamanismus und Alchemie, von traditionellen Systemen der Bewusstseinstransformation mit der modernen Psychotherapie samt ihren ähnlichen Methoden und Metaphern, muss relativiert werden, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die traditionellen Systeme den Menschen als integrale Einheit aus Körper, Geist und Seele verstehen. Das Gleiche trifft auf das Konzept des Lebensrats aus dem Mahayana-Buddhismus zu, das alle Lebens-, Geist- und Bewusstseinsformen in ihrer gegenseitigen Verbundenheit betrachtet. Diese Methoden, die wir in diesem Buch erkunden werden, streben nach der Wiederherstellung eines Wissens, das nicht nur physische und psychische Probleme heilen kann, sondern auch die elementaren Fragen zur Bestimmung des Menschen und zur Bedeutung des Lebens ergründet. In meinem Buch Raum des Geistes, Strom der Zeit habe ich aufgezeigt, dass der Schlüssel zur Unterscheidung der verschiedenen Bewusstseinszustände in der unterschiedlichen subjektiven Wahrnehmung von Zeit und Raum liegt. Im ersten Kapitel von Welten des Bewusstseins, Welten der Wirklichkeit, beschreibe ich das buddhistische Modell des Lebensrats mit seinen sechs Welten, die von einer Kette wechselseitig abhängigen Entstehens zusammengehalten werden. Jede dieser sechs Welten repräsentiert einen langen oder kurzwährenden Bewusstseinszustand, in dem wir uns im Verlauf eines Tages, eines Monats, einer Lebensspanne oder in den Welten nach dem Tod befinden können. Im zweiten Kapitel beschreibe ich die intentionalen Divinationsreisen in jede der sechs Welten, die jeweils einzigartige Lebenslektionen bieten.
Begriffliche Landkarten verschiedener Bewusstseins- und Realitätswelten gibt es in den asiatischen spirituellen Traditionen, den indigenen schamanischen Weltanschauungen, den westlichen esoterischen und mystischen Schriften sowie in den psychologischen Thesen des 20. Jahrhunderts. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Bewusstseinsebenen nicht temporäre Bewusstseinszustände sind, sie sind vielmehr permanente strukturelle Eigenschaften unseres Daseins und unserer Umwelt. Man könnte sagen, dass wir uns in bestimmten Bewusstseinszuständen, wie im Traum oder beim Meditieren, auf eine bestimmte Welt oder Ebene ausrichten. So sind wir zum Beispiel im funktionalen Wachzustand auf die materielle Raum-Zeitebene fokussiert. Schamanistische Kosmologien auf der ganzen Welt unterscheiden obere, mittlere und untere Welten, obwohl es in einigen Traditionen wie der nordisch-germanischen neun Welten gibt, die der Schamane oder die Schamanin auf seinen, ihren Heilreisen besuchen und erforschen kann. Von der Erfahrung und der Funktion her gesehen sind Reisen in die oberen Welten außerkörperliche Zustände, in denen man sich nach oben bewegt, so als würde man fliegen, möglicherweise in Begleitung eines Vogelverbündeten. Auf Reisen in die Unterwelten bewegt man sich nach unten, in eine Höhle oder eine Öffnung im Boden und gelangt nach einer Weile in eine deutlich andere offene Landschaft. Wir werden eine einheitliche Kosmologie aus neun Welten erforschen, die entlang des Weltenbaums oder der Weltenachse aufgereiht sind. Überdies beschreibe ich die Divinationsreisen zu diesen Welten und stelle die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Visionen und Wesen her, denen wir dort begegnen können. Westliche Religion und Philosophie. In den Lehren des Katholizismus gab es ursprünglich ein vierteiliges Modell der Psyche: Körper, Verstand, Seele, Geist. Irgendwann im Verlauf des Mittelalters wandelte sich dieses Modell in ein dreigeteiltes Modell aus Körper, Geist und Seele. Zu Descartes' Zeiten war das dreiteilige Modell zum zweiteiligen aus Körper und Verstand oder Materie und Verstand, res extensa und res cognitans, geschrumpft. Das fortschreitende Verschwinden der Psyche erreichte seinen Tiefpunkt in der behavioristischen Psychologie des 20. Jahrhunderts, in der man alles Göttliche oder Spirituelle aus den Natur- und Sozialwissenschaften ausgemerzt hatte. Jungsche und transpersonale Psychologie. Carl Gustav Jung erweiterte bekanntermaßen das Konzept des unbewussten Geistes mit der Feststellung, dass dieser nicht nur die libidinösen und aggressiven Impulse enthält, die Freud betont hatte, sondern auch kreative Einsichten und spirituelle Intuitionen. Jung postulierte ein kollektives Unbewusstes, ein Reich der ursprünglichen Bilder und Gedankenformen, die mehr oder weniger von allen Menschen geteilt werden. In unseren Träumen und Visionen kann sich unsere persönliche Bilderwelt mit den Archetypen des kollektiven Unterbewussten überschneiden. Zum Beispiel können die Gefühle und Wahrnehmungen eines Individuums zu seiner eigenen Mutter mit dem Archetyp der großen Gottesmutter verknüpft sein. Die Idee des kollektiven Unbewussten kommt der traditionellen Idee von der Geisterwelt recht nah. Westliche esoterische Lehren. In westlichen Esoterik-Traditionen wird oft ein siebenstufiges Strukturmodell des Menschen beschrieben. Es reicht von der dichtesten und schwersten Ebene des physischen Körpers über die weniger dichten Persönlichkeitsschichten dazwischen bis hinauf zur höchsten Stufe der Vereinigung mit dem göttlichen Mutter-Vater-Schöpfer. In diesen Lehren wird der Unterschied zwischen den Ebenen durch den Begriff unterschiedlich hoher Schwingungsfrequenzen formuliert. Wie die Töne einer Oktave, die mit dem physischen Körper beginnt, der dichtesten Form, die als einzige mittels der gewöhnlichen Wahrnehmung erfasst wird. Genau wie die Töne eines Akkords unterschiedliche Frequenzen haben, können diese feinstofflichen Körper und Dimensionen koexistieren und sich innerhalb der Raumzeitwelt ohne gegenseitige Beeinträchtigung überschneiden. Das Bild der Welt als lebendes System. Aus einer ökosystemischen Perspektive betrachtet ist das Jungsche kollektive Unbewusste mit seinen bewussten sowie seinen unbewussten Elementen
wie ich in meinem Buch Das mystische Grün nahegelegt habe, tatsächlich die speziesumfassende menschliche Bewusstseinsebene, die alle Menschen teilen und die allen zugänglich ist, in unterschiedlichem Maße und in verschiedenen Bewusstseinszuständen. Und sobald wir diese menschliche Bewusstseinsebene wahrnehmen, können wir auch erkennen, dass es Bewusstseinsebenen, Oberwelten gibt, die unterhalb oder außerhalb der Ebene der menschlichen Spezies liegen. Das Bewusstsein aller Tiere, allen organischen Lebens, das biosphärische oder Gaia-Bewusstsein des Planeten Erde, das universelle oder das kosmische Bewusstsein der Mystiker. In den letzten beiden Kapiteln von Welten des Bewusstseins, Welten der Wirklichkeit, stelle ich Entwicklungen einer lebendigen Weltanschauung vor, die Beobachtungen schamanischer und alchemistischer Reisen und Praktiken mit wissenschaftlichen Systemkonzepten des 20. Jahrhunderts verknüpft. Schließlich skizziere ich den Unterschied zwischen dem begrifflichen Denken hierarchischer Systeme, die der Organisation von Macht und Kontrolle dienen, und holistischen Systemen, die eine natürliche Lebensordnung sichtbar und erkennbar machen. Ich erörtere das Prinzip der Oktave als universelles Prinzip in natürlichen Ordnungssystemen, das man auch das Gesetz der Sieben nennt. Das letzte Kapitel besteht aus drei holistischen Oktavmeditationen oder Divinationen, einer aufsteigenden Oktave makrokosmischer Holarchien, einer absteigenden Oktave mikrokosmischer Holarchien und einer sich entwickelnden Oktave der globalen Zivilisation. Diese Divinationen und Meditationen können einzeln oder in Gruppen durchgeführt werden, mit oder ohne entheogene Verstärkung, in der Stille oder mit einfacher und ruhiger Musik. Es ist meine Hoffnung und meine Absicht, dass diese Oktavmeditationen dem Leser und Erfahrenden einige Einblicke in die ungeheure Weite und den Glanz der Welten des Bewusstseins und der Wirklichkeit ermöglichen. Beim vorliegenden Text handelt es sich um eine leicht veränderte Einleitung zu Welten des Bewusstseins, Welten der Wirklichkeit, dem letzten Band aus der Reihe Ökologie des Bewusstseins, erschienen 2015 im Nachtschatten Verlag. Über den Autor, Ralf Metzner, ist ein Urgestein der psychedelischen Forschung. Zusammen mit Timothy Leary und Richard Alpert war er an einer Studie im Rahmen eines Psilocybin-Forschungsprojekts an der Harvard-Universität beteiligt. Er publizierte in den letzten 30 Jahren zahlreiche Werke zur psychedelischen Bewusstseinsforschung und ist ein profunder Kenner dieser Szene. www.greenearthfound.org